Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 oder Grendel 19 in 6410. Und wir haben den Montag, den 16. August 2021 und sind bei der Aufgabe Nummer 8a. Jetzt haben wir hier drei Höheangaben. Jetzt haben wir hier einmal den Punkt A, das sind bei 1200 Meter. Und dann haben wir einen weiteren Punkt bei 480 Meter. Und der letzte Punkt, der ist auf... ist das überhaupt angegeben, das, oder müssen wir das herausfinden? Das müssen wir dann herausfinden. Ja. Also auf welcher Höhe? Der dritte Punkt ist, das wissen wir zurzeit noch nicht. Wir haben bloß die Information über A und B. Außerdem haben wir hier einen rechten Winkel. Ja. Also wenn man von A ins Lot fällt, haben wir einen rechten Winkel dort. Jetzt geht es darum, das Gefälle zu berechnen. Also die Steigung, halt die negative Steigung. Ja, Gefälle ist, es geht herab. Fällt nach unten, also nach unten. Wir wissen, dass die Distanz von A nach B, die ist 3,2 Kilometer. Ja. Also die Information da, die haben wir auch. 3,2 Kilometer. Die Distanz von 3200 Meter, ja. Also 1 Kilometer ist ja 1000 Meter, ersetzt mit Kilometer. Sollte man 3,2 mal 1000 Meter, und das sind ja nichts anderes als 3200 Meter. Das ist die Distanz von A nach B, wenn man jetzt hier die Distanz waagerecht misst. Ja, also wenn man das Lot fällt bei A und B und nachher die Distanz messen. So, das heisst, wir können hier oben ein rechtwinkliges Dreieck einzeichnen. Und hier eine Distanz von 3200 Meter. Und einen Höhenunterschied von 1200 minus 480. 1200 minus 480. Das ist genau, also 1200 minus 480, das ist 720. Das sollte eigentlich auch ohne Taschenrechner gehen. Ja? So, und jetzt haben wir hier die Hypotenuse, also die Distanz von A nach B, schon gesucht. Also wenn man jetzt die Strecke zum Beispiel mit dem Velo langsam runterfährt, dann ist die Frage, wie weit sind die zwei Punkte voneinander entfernt? Beziehungsweise nein, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist da. Das können wir aber auch ganz einfach berechnen. Ja? Also einfach der Pythagoras von, also 720 im Quadrat plus 3200 im Quadrat. Und dann hätten wir die Distanz von A nach B und das Ganze in der Wurzel. Aber das ist gar nicht gefragt, sondern es ist das Gefälle gefragt in Prozent, ja. Brauchen wir das, um das Gefälle zu berechnen? Nein, brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist Folgendes. Wir sehen, wir gehen hier zum Beispiel 100 Meter nach vorne. Wie weit geht es nach oben? Das ist die Frage. Also auf 100 Meter, um wie viel geht es da nach oben? Minus wie viel Meter? Ja, das ist ja nichts anderes als... Also Steigung ist in dem Fall, ja, Veränderung der Höhenmeter über die Veränderung der Distanz, zurückgelegten Distanz d oder x. Das heisst, man nimmt das y vom zweiten Punkt, ja, das ist die Veränderung, bedeutet das Dreieck. Wir nehmen den zweiten Punkt minus den ersten Punkt, was die Höhe anbetrifft. Das heisst, wir nehmen die Höhe von B. B Höhe minus A Höhe. Gross geschrieben natürlich. Geteilt durch die Distanz von B
von A nach B, also geteilt durch B, B nicht Höhe, sondern nennen wir das Weite oder also B minus A horizontal, ja, also X-Achse, horizontale Distanz, horizontale waagrechte Distanz, ja. Wir nennen das einfach mal Distanz X-Achse oder waagrecht X. Ich nenne das mal Dist X, ja. Dann haben wir da B-Höhe minus A-Höhe, das ist ja 1200 minus 480. Und jetzt die Distanz zwischen B und A. Also wir wissen nicht, wenn wir jetzt hier eine X-Achse haben. Also das hier ist die X-Achse und hier oben ist die Y-Achse. Dann wissen wir nicht genau, wo da der Punkt von B ist. Und beim Punkt A können wir an 0 setzen. Ja, wir können zum Beispiel sagen, ja, A ist auf x 0, dann ist der Punkt B auf Distanz 3200, also das x von B ist 3200. Oder anders gesagt, wir sagen, ja, das A das ist bei 1000 Meter und das B ist einfach 3200 weiter weg. Also was wir auch da könnten einen schreiben, rein theoretisch, ist folgendes. Das dürfen wir. Wir können sagen, ja, A das ist x0 ist einfach eine Bezeichnung, könnte auch x Startpunkt heissen. Ja? Wir könnten dann statt das 0 da schreiben x Startpunkt. Ja? Und der andere Punkt, also b, hat, ist, also ist bx0 plus 3200 lokalisiert. Ja? Und wenn wir jetzt das Minus rechnen mit der Rand, dann, geht das, dann löst sich x0 einfach auf. Übrig bleibt. Bleibt noch dann nur die Distanz zwischen den beiden. Ja, also x0 da minus das x0 gibt einfach 3200. Und es geht ja, wir brauchen eigentlich nur die Veränderung, nicht mehr als das. Das haben wir auch schon gesehen jetzt, ja. Dann haben wir hier 720. Da muss ich aufpassen, da ist nämlich 480 minus 1200. Das geht ja drauf. 480 minus 1200. Das ist minus 720 geteilt durch 3200. Was gibt das? Minus 72. Geteilt durch 320. Dann haben wir also minus 72 geteilt durch 320, was gibt das? 0, minus 0,225. Was heisst jetzt das? Das heisst, dass wir hier in dem Fall es eine Steigung von minus 0,225 haben, was wiederum bedeutet, dass in dem Fall also ein Gefälle von minus 22,5% besteht, ja? Also es geht um minus 22,5% herab. Also auf 100 Meter nach vorne, wenn wir jetzt da 100 Meter vorne gehen, ja, also angenommen, das sind 100 Meter, ich zeichne es jetzt ein bisschen weiter weg, damit man das besser sieht. Wenn jetzt die Distanz nach vorne 100 Meter geht, also plus 100, dann geht es nachher hier um 22,5 Meter drauf. Das ist die Aussage. In der nächsten Lektion nehmen wir anstatt die waagrechte Distanz zwischen A und B,
Gleichgesetzt mit 3200 Meter nehmen wir die Distanz von A nach B als 3200 Meter. Und dann müssen wir nämlich noch den Pythagoras definitiv verwenden, weil dann sehen wir eigentlich, ich denke, es ist sinnvoll, dass wir das auch noch kurz anschauen, dann weiss man, dann kann man damit sicher besser umgehen und auch jetzt, also jetzt sehen wir auch, ob wir überhaupt nachkommen oder nicht, und sonst einfach kurz einen Kommentar schreiben und die Frage stellen, die man hat, ja. Gut.